Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Let's Play. Und der Name dieser Sendung ist Komplettprogramm. Ich zeige euch einen detaillierten Einblick in ein aktuelles Spiel. Und heute ist das Lego Marvel Avengers. Die Avengers kennt ihr vielleicht, Superhelden, waren schon in diversen Kinofilmen sehr erfolgreich. Lego, gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder von euch weiß, was das ist. Und wenn man zwei so Erfolgsrezepte zusammenpackt, dann kommt auch ein erfolgreiches Spiel in der Regel raus. Das ist bei Lego Marvel Avengers nicht anders. Allerdings muss man sagen, das ist auch ein bewährtes Rezept. Denn es gibt schon ganz, ganz viele Lego-Spiele zu Harry Potter, zu Indiana Jones, zu Star Wars. Das ist alles schon mal als Lego-Spiel sozusagen versoftet worden, wie der Fachmann sagt. Und deshalb wundert es nicht, dass auch die Avengers jetzt schon zu einem zweiten Titel kommen. Es gibt schon ein Spiel, das heißt Marvel Superheroes, Lego Marvel Superheroes. Das war schon ziemlich cool. Und das Spiel, das ich euch heute zeige, das knüpft jetzt daran an. Ist erhältlich für wirklich alle Systeme, also alle Konsolen, auch die PS3 und die Xbox 360 werden noch bedient, obwohl die eigentlich nicht mehr aktuell sind. Der 3DS ist dabei, die PS Vita ist dabei, die Wii U ist dabei, PC und sogar Mac werden bedient. Ich zock's heute auf der Xbox One und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in den Anfang des Spiels, denn da wird man in einem relativ schnellen Takt quasi durch die verschiedenen Figuren, Hauptfiguren geführt. Und deshalb ist das sehr schön, um euch das mal zu zeigen. Wenn ihr den Film, den letzten Avengers-Film gesehen habt, Age of Ultron war da der Untertitel, dann werdet ihr euch sicherlich an diese Szene erinnern. Grundsätzlich ist es bei diesen Lego-Spielen ja so, dass sie die Handlung eines Films immer so, ich sag mal, zu 80% wiedergeben und sich ein bisschen künstlerische Freiheit nehmen. Und deshalb wird da ein ganz spezieller Humor auch einfließen. Aber gucken wir uns erstmal hier die Eröffnungssequenz an. Maria Hill an alle Avengers. Rücken Sie auf die Festung vor. Wir haben Strucker dort geortet. Das ist unsere Mission. So, ich habe hier zwei Figuren, die ich steuere. Das ist einmal, ich hüpfe mal, damit ihr seht, wer ich bin. Hawkeye, der Bogenschütze. Und sobald ich Y drücke, wechsle ich die Figur und bin Scarlett Johansson. Wie heißt sie nochmal? Black Widow. Widow. grundsätzlich ist die Steuerung extrem einfach, denn natürlich handelt es sich hierbei um ein familienfreundliches Spiel. Es ist ja auch USK 12, also auch für Kinder schon freigegeben. Und ihr seht oben rechts, da steht beliebige Taste drücken. Es kann zu jedem Zeitpunkt ein zweiter Spieler hier in das Spiel reinjoinen, wie man so schön sagt. Oder auch wieder aussteigen, wenn er keine Lust mehr hat. Und ansonsten wechsle ich halt selbstständig zwischen meinen Figuren hin und her. So, jetzt müssen wir aber hier irgendwie über die Brücke drüber. Und wie das bei so Lego-Spielen üblich ist, man zerstört erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist, um diese silbernen und goldenen Studs, so heißen die, zu zerstören. Aber manchmal kommt man damit allein nicht weiter. Jetzt gucken wir mal, hier ist so ein Hinweisding aufgepoppt. Da steht, Charaktere, die explosive Waffenfähigkeiten haben, bla 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 bla. Okay, dann wechseln wir mal zu ihr. So, und können jetzt hier so Sachen anvisieren. Bumm. Und damit eben bestimmte Container zerstören. Jetzt steht mir der Hawkeye da so ein bisschen im Weg. Kann ich ihn nicht anvisieren? Muss ich mal eben wechseln. So. Mach kaputt das Ding. Was können wir hier noch zerstören? Das. Ich versuche zu helfen. Doch yeah. Das ist eine gewöhnliche Situation. Naja. So, wir wollten ja aber eigentlich darüber. Das Problem ist, wir kommen hier noch nicht so richtig weiter. Können wir die mal hier, wieso? Ach, er muss das machen, Entschuldigung. Natürlich, so. Jetzt, er hat nämlich jetzt so einen Sprengpfeil gesetzt. Jawohl. So, jetzt liegen hier so Teile rum, die ich zusammenbauen kann zu was Neuem. Das heißt, immer wenn so Lego-Steine so ein bisschen wackeln, dann kann ich B drücken und zack, da ist der Schalter, den ich eben gesucht habe. Ist da etwas aufgeploppt. Dafür muss ich aber wieder die Figur wechseln. Ne? So, einmal X drücken. Und dann setzt sich da was in Bewegung. Die Lego-Spiele sind traditionell so ein bisschen dreigeteilt. Das ist einmal Geschicklichkeit, dann ab und zu ein bisschen Rätseln. Und natürlich kommt noch der ein oder andere Kampf hinzu. Je nachdem, was man so für ein Lego-Spiel spielt, ist das mal mehr, mal weniger gewichtet. Also bei den Avengers, die sind schon sehr kampflastig sozusagen.
die Harry Potter Spiele, die hatten ein bisschen mehr Rätsel zum Beispiel. So, jetzt steht hier, dass ich suchen soll, nach Hinweisen suchen soll, wenn ich jetzt den Hilfe-Infokasten aufgemacht hätte. Aber ich erspare euch das, sondern kann es euch ja so zeigen. Ich muss hier nach Teilen scannen. Manche Figuren, und jede Figur hat natürlich eine besondere Fähigkeit, die sie auszeichnet, kann verschiedene Dinge tun. Und in diesem Fall kann Black Widow versteckte Teile finden, die nötig sind, um da diesen roten Haken dran zu bauen. Und den wiederum kann er hier benutzen, um ein Seil zu spannen. Also Teamarbeit ist gefragt. Das ist natürlich jetzt nur, ich sag mal, halb so spannend, wenn man, wie ich jetzt, alleine spielt. Wenn man aber zu zweit spielt und jeder eine Figur steuert, dann ist das wirklich ganz schön, wenn man eben zusammen vorm Fernseher sitzt und sich so abspricht. Der eine geht hier und macht dies, der andere bereitet da schon mal das nächste Teil vor. Und das ist dann wirklich ganz cool. So, hier auch mal eben schnell aktivieren, was zu aktivieren ist. Ach, das muss sie machen. Da hinten lauern nämlich schon wieder die Feinde. So. Und jetzt haben wir hier eine Kanone. Und das ist dann natürlich sehr effektiv. Einfach mal draufhalten. Yay. So, die stehen hier schon Schlange, um erledigt zu werden. Es ist ein, ich sag mal, sehr gnädiges Spiel. Ne? Ihr seht, ich habe oben links meine Herzen als Anzeige. Wenn ich jetzt auch das letzte Herzchen verliere, weil ich mich dumm genug anstelle oder irgendwo unter Beschuss stehe, dann passiert nicht wirklich viel, sondern ich steige im Prinzip genau dort wieder ein. Deswegen ist der Frustfaktor relativ gering. Da kann es eher mal sein, dass man an irgendwelchen Stellen festhängt, weil man das Rätsel nicht verstanden hat, als dass man jetzt wirklich aufgeben muss. So, das ist jetzt so eine Plattform, da stelle ich mich mit beiden Figuren nacheinander drauf und dann passiert so eine Art Special Move. Das hier zum Beispiel. Und so können sich halt die beiden immer zu Teams zusammenschließen an gegebenen Stellen. Grundsätzlich ist es so, dass dieses Spiel eine unfassbare Auswahl an Charakteren hat, die man nach und nach freischaltet. Die Rede ist von 200 verschiedenen Figuren. Also wirklich zum Teil neue Figuren, zum Teil aber auch Figuren, die man in vorherigen Lego-Spielen oder in Superheroes schon gesehen hat. Hier zum Beispiel haben wir jetzt ja den Hulk. Und Iron Man ist auch am Start. Zu dem kann ich auch wechseln, mache ich mal eben. So sieht der dann aus. Und dann gibt es halt eben auch noch verschiedene Nebenfiguren, die man vielleicht gar nicht so kennt. In diesem Spiel tauchen auch Marvel-Figuren auf, die in den Filmen bisher noch überhaupt nicht zu sehen waren, die aber jedem eingefleischten Comic-Fan vielleicht ein Begriff sind. Dann gibt es natürlich einmal Captain America in Zivil, einmal Captain America in seinem klassischen Kostüm und lauter so Geschichten. Ja, und so kommt man rucki-zucki auf 200 Charaktere, die sich dann jeweils zu Spezialattacken zusammenschließen können. Und dann gibt es nochmal Unterschiede, wer welche Aktionen auslöst, dann noch eine andere Spezialattacke. Also die Entwickler behaupten, dass es 800 verschiedene Techniken gibt, die man hier ansetzen kann. Und das finde ich schon gewaltig, ne? Ob man die tatsächlich alle nutzt. Man muss ja auch erstmal alle Figuren freispielen. Dazu muss man manchmal auch ein bisschen Geheimgänge freischalten. Also es gibt genug zu entdecken. So, in diesem Fall müssen wir da, ihr denkt es euch wahrscheinlich, durch die rote Barriere. Der Weg ist also versperrt. Ich wechsle mal zum Hulk, denn der kann hier mal ein bisschen zeigen, was in seinen Ärmchen steckt. Wumm, hat er die Tür da rausgeholt oder den Schalter. So, jetzt ist die Tür immer noch nicht auf. Aber wenn ich jetzt nochmal zu Iron Man wechsle, ich habe ja eben da schon diese goldenen Ketten durchgesäbelt. Das machen wir, lass mich mal in Frieden, Jungs. Machen wir hier nochmal. Oh, jetzt habe ich da in Ruhe gezielt. Seht ihr, jetzt habe ich alle meine Herzen verloren gehabt. Also gar nicht schlimm, sofort wieder ins Spiel eingestiegen. So, jetzt gucken wir mal. Setzt er hier an. Na. Eigentlich müsste der jetzt hier triggern. Moment. Erstmal den Gegner hier erledigen. Ach, B gedrückt halten. Ja, falsche Taste erwischt, liebe Bio. Jetzt, so, guck mal, jetzt kann ich nämlich hier quasi den Schneidbrenner ansetzen. Aua! Vielleicht sollte man auch erst die Gegner... Ich mache das natürlich so ein bisschen hier im Schnelldurchlauf, weil ich euch natürlich möglichst viel von der Story zeigen will. Normalerweise, wenn ich quasi unbeobachtet ein Lego-Spiel spiele, dann zerstöre ich aber auch wirklich jede kleine Kiste. Hier oben zum Beispiel gibt es auch noch was zu sehen.
Und da zum Beispiel, das ist ein Durchgang, da komme ich jetzt hier mit den Figuren nicht, ich habe nicht weiter. Aber ich habe euch ja eben gesagt, es gibt wahnsinnig viele Figuren, die man hier als Spielfigur freischalten kann. Und mit diesen Figuren kehrt man dann halt nochmal in so einen Level zurück. Wenn man merkt, man kommt mit den beiden, die man jetzt hier zur Verfügung hat, nicht weiter. Denn dann schaltet man nochmal geheime Wege frei und neue Areale und sammelt da wieder neue Sachen ein. Und also der sogenannte Wiederspielwert, also der Grund, ein Spiel nochmal anzupacken, wenn man eigentlich schon damit durch ist, der ist bei Lego-Spielen traditionell sehr hoch. Und das Sammelfieber nimmt auch mit jedem Level zu, ne? Weil immer wieder sieht man halt irgendwelche Sachen, wo man noch nicht rankommt und wo man sich denkt, oh, da muss ich hin. So, verzeiht mir, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe so viel geredet. Verzeihung. Oh, diese Frühlingserkältung. Ah. So, am Superhelden natürlich nicht mehr zu kämpfen mit so Sachen. So, hier müssen wir rüber. Da zerstört doch Thor, den wir jetzt hier spielen. Einfach mal die Mauer. Und ups, oh, jetzt wäre ich fast da runtergefallen. Geht's rüber. Captain America ist auch da. Oh, Captain America ist gerade gestorben. Der hat natürlich ein Schild, den er werfen kann. Das werden wir gleich mal zeigen. Und der kann Feuer ausmachen. Also dafür gehe ich in den Schildmodus. Einmal B drücken. Einmal A drücken. Bumm, Feuer aus. Das machen wir direkt noch ein paar Mal. Zum Beispiel hier. Ah, bumm. Huch. Deswegen ist in das Feuer reingelaufen. Ich stehe unter Beschuss. Sehr schön. So. Allerdings ist hier was im Weg. Da kommen wir nicht weiter. Also müssen wir uns mal die Kisten hier genauer angucken. Die hier so ganz verdächtig rumstehen. Mal schauen, ob sich da drin Teile finden, die wir zu neuen Sachen zusammenbauen können. Ah, haben wir die schon alle? Yay! So, Panzer fahren. Wer will Panzer fahren? Captain America will Panzer fahren. Ja. Ist nicht weit gekommen, hat aber wohl gereicht. Brauchen wir noch mal hier Thor mit seinem Superhammer. Bumm. Feuert das Geschütz ab! Noch nicht gezielt! Diese Geschütze so. Werden nicht nachlassen. Der Graben wäre eine bessere Idee. Da ist also die nächste Barriere. Wie wir da durchkommen, das erzähle ich euch gleich. Ich trinke erstmal einen Schluck Öl, die Kehle. Ihr guckt ein bisschen Werbung, dann sehen wir uns gleich wieder.